So, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga mit dem nächsten Duell und zwar gegen Union Berlin. Wurde mir schon gesagt. Also, na los. Dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, bis der hier alles geladen hat. Zwergenwurf von Mathe. Okay. Ja, da würde ich mal gerne verhandeln kurz. Wie gesagt, ich würde ihn eigentlich ungern unter 10 abgeben. Da wir sehr wahrscheinlich auch eine neue vierte Saison noch spielen, brauchen wir ein bisschen Kohle. Porto möchte ich den auf jeden Fall erstmal haben. Das ist erstmal so ein Angebot. Warum eigentlich immer so wenig? So. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der rausgeht. Ansonsten, wenn er. Ich hoffe, dass er ja sagt. Aber ich denke, er wird gehen. Und dann haben wir Roman. Ihr habt doch nichts. Dürft ihr vorher auch schon nur 7 Millionen geboten? Wie gesagt, 10 Millionen. Bietet ihr mir 9, mindestens 9, sage ich okay. Das ist nicht mein Problem. Ich gehe jetzt runter auf 9. Aber das ist wirklich das, die unterste Grenze. So. Entweder legt ihr die 2 Millionen drauf oder ihr lasst es einfach sein. Nicht mal ein Problem. Das ist dann irgendwo nicht mein Problem. Na gut, dann ist es halt so. Bleibt halt bei uns erstmal. Ja, nächstes Spiel, wie gesagt, Union Berlin, habe ich auch schon angemerkt. Wir sind momentan sogar Tabellenführer, sehe ich gerade. Und treffen heute auswärts auf den Tabellenletzten. Naja, gucken wir mal. Da wollen wir natürlich heute ran. So, okay, los geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Rolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Das ist ein Duell der Gegensätze. Sie sind das schlechteste Heimteam und treffen auf die beste Auswärtsmannschaft. Ich denke, die können hier auswärts was mitnehmen und die Heimschwäche des Gegners ausnutzen. Union hat doch gar nichts auf die Reihe bekommen. Krass. Der Aufsteiger. Die sind ja mit hochgegangen in der letzten Saison. Die Berliner. Naja, mal gucken. Ich glaube, das Hinspiel haben wir relativ deutlich gewonnen. Aber jetzt müssen wir gucken, was das Rückspiel betrifft.
So, geht jetzt gleich weiter. Die Gastgeber haben sich heute das für die Aufstellung entschieden. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Schauen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden. Ja, das gibt wohl zumindest deutlich, dass beide Formationen spielen. Ebenfalls im 4-5-1. Das soll offensiv ausgerichtet sein. Man darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. So, Auftakt. Läuft. Und los geht's. Also Union hat auf jeden Fall angestoßen, versucht schon mal ein bisschen durchzuarbeiten, also sich durchzuarbeiten. Ah, vielleicht. Ja, aha, gut gelöst, ciao. Sie machen schon sehr früh Druck. Union will ja immer diese Punkte Latza haben, endlich mal ein paar Punkte haben. Latza. Schöne Aktion. Er spielt den Steilpass. Oh, die hast eine große Chance an die Schalke durch Marco Richter. Wird der Trainer unzufrieden sein. Das war natürlich die Chance, hier früh in Führung zu gehen. Das musst du nutzen. Ja. Aber gut, mal gucken. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Aber was heißt denn normalerweise? Im heutigen Spiel können wir uns... Oh, das könnte was werden. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Ecke, in den Schlaf, Ecke kommt. Erstmal geklärt. Oh, die Union holt sich die Kugel wieder zurück. Ball fliegt hoch rein. Und an der Schalke-Ecke gibt es den Konter für Union. Über Cedric Teuchert. Hereingabe. Da passt er auf. Ball geklärt. Richter. Alario. Lucas Alario. Richter. Schönes Ding. Die Chance jetzt. Oh, Bolinho kriegt momentan keinen... Jetzt können sie den Ball rausbringen. Keinen Ball dahin, wo er den mal verwenden kann. Auch dieser Querpass kommt nicht an. Marco Richter. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ah, schade. Gut geklärt. 21. Minute. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Richter, jetzt mal. Ne, Paulinho ist, Entschuldigung. Paulinho! Pfosten! Da ist der Winkel ganz spitz und dann trotzdem dieser klasse Ball. Das war natürlich knapp. Aluminium verhindert hier den Treffer. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Aber nächste große Chance für die Blau-Weißen. Versuchen es natürlich weiterhin. Ganz schwacher Pass. Ball der Pass kommt überhaupt nicht an, aber ja, momentan läuft es gerade nicht so wirklich, was das betrifft. Der FC Schalke konnte das letzte Heimspiel ja gewinnen, als man das mit dem VfB Stuttgart zu tun hatte. So, jetzt mal. Da dürfte es der heutige Gegner recht schwer haben. Aber Union macht es eigentlich ganz gut. Die, bisher haben sie die Chancen. Ecke kommt in den 16er. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Kolasinac. Sead Kolasinac. Kolasinac! Chance lebt noch. Einfach mal probieren, aber es klappt momentan nicht. Nur an der guten Anstand steht immer noch 0-0 hier. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Wenn ich ehrlich bin, zwei Punkte hier zu liegen zu lassen, weil bei Union. Da kommt er raus. Das ist eigentlich nicht geplant gewesen, aber okay. Alario. Ja, der versucht, es geht. Alario. Ja, das sieht gut aus. Und der, letztendlich war es der Dritte, der dann dachte, okay, den nehme ich mal mit.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gerade nicht. Robert Andrich. Ah, schade, wäre der nicht durchgekommen. Aber es scheint wohl noch Pause 0 zu 0 zu stehen, ja? Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Ach, war doch nichts. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Gelbe Karte gegen Schalke 04, Buschi, geht in Ordnung, würde ich sagen. Ja, das ist ja nicht zu übersehen. Der hadert so ein wenig mit dieser Entscheidung. Diese gelbe Karte gefällt ihm nicht. Ja, eine gelbe Karte, Marke überflüssig. Bin mir eigentlich sogar gar nicht mal faul, aber okay. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Was war das denn? 0-0 zur Pause. Ja, unentschieden. Kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Also das waren mal lange 45 Minuten, ne? Oh ja, wenig Erfreuliches bis hierhin. Kaum Torchancen, keine Treffer. Das einzig Gute, es kann nur besser werden. Es sollte besser werden, vor allen Dingen. Anpfiff und los geht's. Schöne Aktion. Ja, versuchen wir es. Müssen wir in der zweiten Halbzeit mal ein bisschen mehr was tun und gucken. Auf geht's. Halbzeit 2 läuft. Los mit Durchgang 2. Die Schalker mit dem Anstoß. Richter probiert jetzt mal ein bisschen über die Außenbahn. Jetzt läuft aber keiner mit. Und wie gerade? Jetzt ist das vorbei. Schlecht verteidigt. Ja, und Himmelmann, der sagt dann nicht mit mir und nicht an mir vorbei. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, das war nochmal eine Situation. Bouge Lapp. Bei diesem Kopf war eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. Einfacher Ball. Nein. Kein Foul. Glück gehabt irgendwie, weil da habe ich jetzt fast erwartet, dass er Pfiff kommt. Und bei der gutes Ding auf Richter. Jetzt mal. Es war Buschelab übrigens. Und wieder Rimmelmann, der das Ding verhindert. Was für eine Szene. Es gibt einen Wechsel. Da kommt die Ecke. Da müssen wir den Ballverlust hinnehmen. Ja, aber Union, wie gesagt, zu Hause noch kein Tor, keinen Punkt geholt. Die Schalker zu Hause, auswärts hat einiges gemacht. Ja, mal gucken, wo wir das gegensetzen. Christopher Lenz. Latzer. Jetzt mal Latzer. Und es gibt Freistoß, ja, es gibt den Freistoß mal. Und das könnte gefährlich werden. Gute Position für diesen Freistoß, da muss die Abwehr hellwach sein. Kommt nicht an. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Sie werden gebeten, sich an. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Gut gelöst. Jawohl, und jetzt der Konter. Na, mal gut dazwischen gegangen. Robert Andrich. Klasse Technik. Geht dazwischen. Jetzt haben wir. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ach, ich komme da nicht rum. Sehr gut. Wallace.
Wallace, ja, mit dem dicken Fehler. Glück gehabt. Ich komme aber auch nicht in diese, nicht wirklich in eine Position, wo ich mal was machen könnte. Er holt sich den Ball. Becker. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Paulinho, jetzt mal ein bisschen. Bundesligaspiel, kein größeres Problem, denke ich mal. Jetzt die Möglichkeit. Der hält alles. Er steht echt unzippel bei jemandem mit meinem letzten. Wenn wir uns die Chancen ansehen, dann müssten sie hier vorne liegen. Sie machen viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten, daher nur unentschieden. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Chance zum Konter jetzt. Ich kriege aber auch gerade keine. Die Chance jetzt. Und dann plötzlich Union Tor. Der Tabelle zu führt. Jetzt läuft die Zeit für sie. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ist das die Entscheidung, Gucci? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Gleich gibt es eine Auswechslung Krüger. Der Heimmannschaft. Jetzt ist der Platz da. Unfassbar, was für eine Parade. Nix ist es mit dem Ausgleich, der packt hier sein ganzes Können aus. Elfmeter. Und jetzt könnten sie die Führung hier verlieren. Jetzt gibt es sogar noch Elfmeter für die Schalker, die kriegen es dann irgendwie doch noch. Aber ich sehe. Und Geld noch dazu. Wallace, der ist tatsächlich heute gekriegt. Es läuft heute gerade nicht. Es läuft heute nicht. Verkacken wir es tatsächlich beim Tabellenletzten. Christopher Lenz. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt. Ja, das war's. Vorbei. Sie haben Platz. Plastic, er ist weg jetzt gegen Bujel Lab. Jetzt die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Stark vom Torhüter. Ecke jetzt und die Chance, alles klar zu machen. Er geht in den Strafraum. Ich habe ja ursprünglich mal gedacht, dass wir hier heute was mitnehmen können. Aber es war kein. Ja, das war's. Die Union holt die ersten 3 Punkte zu Hause. Zu Hause haben sie ja sonst so ihre Probleme. Heute lief es richtig rund. Und das gegen einen so auswärtsstarken Gegner. Aber ist ja schön, wenn es hin und wieder Überraschungen gibt. Der Keeper hat echt alles gehalten, weißt du? Hammer, ey. Jeder Schuss, der irgendwie aufs Tor gehen könnte, wurde gehalten oder geblockt oder was auch immer. Aber manchmal ist das so. Da würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, dann müssen wir es wieder gut machen.